So, willkommen zurück bei Elex. Fortsetzen. Ich würde ihm da gerne eins auf die Fresse geben, aber ich befürchte, das wird nicht gut für mich ausgehen. Vor allen Dingen ohne Pfeile. Und jetzt ist meine Frage, wo ich Pfeile kaufen kann, wahrscheinlich bei dem Waffenhändler. Und das dauert so ewig, bis man da mal irgendwo ist. Das ist ein bisschen störend, finde ich. Ich finde es ein bisschen als störend, dass die Stadt ist super nervig. Die Stadt ist unfassbar unübersichtlich, groß und nervig. Wow. Nice. Hätte ich lieber doch den längeren Weg genommen. Einfach so. Cool. Elex. Cool. Elex. Hat sich anscheinend irgendwie doch gelohnt. Und was mache ich denn jetzt hier? Nee, wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich eher hin. Oh, das war knapp. Ich hätte mich gerade neben Setzer wohnen. Hallo. Nehmen Setzerbrot. Oh, okay, danke. Wie auch immer das jetzt zustande kam. Apropos, ich würde gerne von dir Schlösserknacken lernen. Bring mir etwas bei. Ja. Aber das kannst du mir gar nicht beibringen, fällt mir gerade auf. Wer kann das denn? Weiß auch niemand. Zeig mir deine Waffe. So, wie viel Geld habe ich? 1004. Oh, wow. Habe ich mir gerade echt Geld gemacht. Und ich könnte diese Waffe hier. Einfach mal verkaufen, dann habe ich noch mehr Geld. Habe ich eigentlich schon jetzt hier. Jäger Sachen und sowas, habe ich das? Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Verkaufen, ich kann auch Krallen und sowas verkaufen. Und eigentlich wollte ich. Genau, kaufen. Ich würde gerne kaufen und zwar. Kosten 2. Kaufen. 80 Stück. Und Hand akzeptieren. So. Jetzt muss ich mich irgendwo kurz hinlegen. Da wahrscheinlich nicht. Ich will einfach nur irgendwo schlafen kurz. Kann ich hier irgendwo schlafen? Nein. Irgendwo? Nein. Schlafen? Hat dich jemand eingeladen? Entschuldigung, anscheinend darf ich hier auch nicht sein. Äpfel, yay. Äpfelbäume. Okay, aber das ändert jetzt trotzdem noch nichts, dass ich.
einen Ort suche, an dem ich schlafen kann. Außer, ja, ganz oben könnte ich eigentlich schlafen. Du bist doch der Kerl, der über die Technik wacht. Das bin ich. Und wenn mich nicht alles täuscht, gehörst du den Jägern an. Genau. Du hast also draußen etwas gefunden, was du jetzt bei mir abgeben möchtest. Verstehe. Versuchen wir mal zu schlafen. Ich bin gespannt, was passiert. Jora scheint das nicht zu interessieren. Du hast doch sicher diese Energiewaffen. Wenn wir unsere Äxte dagegen austauschen, dann... Ja, jetzt versuchen wir mal tatsächlich was Dummes. Also, als ob ich nicht irgendwie mal immer was Dummes tun würde, aber... jetzt versuche ich, Drock mal eins auf die Fresse zu geben. Und zwar genauso, wie ich es eben mit Oran gemacht habe. Nämlich, ich versuche mal ein paar Pfeile in den Kopf zu schießen. Das könnte sich allerdings als noch schwieriger vorausstellen als... Wer bist du denn? Suchst du was Bestimmtes? Nein, tue ich nicht. Alles gut. So. Wir speichern hier mal. Na, was ist jetzt? Trainier dir erst einmal ein paar Muskeln an, bevor du dich mit mir messen willst. Wegen deines Kumpels Alva. Was ist mit ihm? Wo ist er? Er sollte doch Wache stehen. Woher soll ich das wissen? Der kommt und geht, wie es ihm passt. Ganz unter uns. Ich glaube, Alva hat ein kleines Alkoholproblem. Wenn du ihn irgendwo findest, dann vermutlich da, wo es Alkohol gibt. In der Taverne. Frag doch mal bei Oran, dem Wirt, nach. Er könnte Alva gesehen haben. Alles klar. Ich zeig dir, wer der... Das bist nicht... Pfeile könnte klappen. Oh shit! Es sei denn, der hat fallen Bogen. Das war mir nicht klar. Oh mein Gott. Okay. Nein. Ist okay, ich hab's verstanden. Damn it! Also kann ich nicht. Na, wo kann ich nach... Sieh dich mal bei unseren... Und wenn du dann noch immer nicht ausgelassen... Lass... Ich hätte nicht erwartet, dass in Goliath auch mit Splittern bezahlt wird. Natürlich wird hier mit Elixid-Splittern bezahlt. Ebenso wie die anderen Gemeinschaften nutzen wir das Elixid als Gemeinwährung. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Okay, also, ja, Drock ist, ja... Dem kann ich zurzeit nicht aufs Fressbrett geben. Taverne, mal wieder. Okay. Dem haben wir zum Glück letztens erst aufs Restbrett gegeben. Pfeil sei Dank, sag ich mal dazu. Auf geht's. Wo ist denn mein... Kennst du einen Berserker namens Alva? Ja. Der Arsch hat hier vor ein paar Tagen die halbe Taverne mit seinem Kumpel Argo auseinandergenommen. Nebelcreme-Pack. Die zwei haben sich so hart besoffen, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe Alva seitdem nicht mehr gesehen. Wenn du ihn findest, sag ihm, dass er sich hier nie mehr blicken lassen soll. Weißt du, wo er sein könnte? Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Aber vielleicht fragst du mal seinen Saufkumpan Argor. Er ist die Wache, die auf den Schrott im Schlund aufpasst. Er steht dort mit Sicherheit irgendwo herum.
wissen ja, der Schlund ist irgendwo da. Das bedeutet, dass wahrscheinlich die Wache davor steht. Nämlich hier. Für Unbefugte ist der Zutritt zum Schlund verboten. Kennst du einen Wachkollegen namens Alva? Wenn du glaubst, du kannst dich an mir vorbeiquatschen, dann hast du dich getäuscht. Eldur sucht nach ihm. Ach, daher weht der Wind. Nein, keine Ahnung, wo er ist. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, ist schon einige Tage her. Wir haben ordentlich einen gesoffen. Ich kann mich an nicht mehr viel erinnern. Der hatte echt merkwürdig harten Stoff dabei. Am nächsten Tag bin ich unterhalb der Balkone von Ragnars Festung aufgewacht. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß nur, dass ich ziemliche Scheiße gebaut haben muss. Meine Frau war tierisch sauer auf mich am nächsten Tag. Vielleicht sollte ich den Ort mal aufsuchen. Mach das. Okay, komme ich da jetzt wieder hoch? Wahrscheinlich nicht. Oh, was haben wir denn hier? Was ist das denn hier? Guck mal. Ist das nicht was Schönes? Benutzen, Leiter, ja bitte. Oh wow, das erinnert mich jetzt so wirklich an Gothic 1 oder so. Das ist die besten Leiteranimationen ever. Gut, dass er auch... Ach Gott, komm bitte. Beeil dich. Zigaretten erhalten, das ist was Schönes. Oh, Pfeil ist auch schön. Entschuldigung, aber ich soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Dann teleportiere ich mich mal eben, weil das ist mir... Das dauert mir zu lange. Achso, ich bin schon da. Hoppala, ich war gerade hier. Okay. Unterhalb der Balkone. Wo ist denn unterhalb der Balkone? Apropos unterhalb der Balkone. Wo wir gerade schon mal hier sind. Ich würde unfassbar gerne mal... Wer bist du denn? Ein normaler Werker, okay. Ich würde gerne mal die Werkbank ausbenutzen. Waffen. Tränke brauen. Shit, brauche ich Elex-Tränke für? Was brauche ich für Elex-Tränke? Kleine Elex-Tränke, kleine. Elektriker kann ich nicht herstellen, verdammt. Kleiner Heiltrank. Die kann ich herstellen mit Wein. Mächtiger Heiltrank. Großer Heiltrank. Heiltrank. Ich habe nicht genug Wein. Ich müsste ein bisschen Wein kaufen. Großer Heiltrank. Heiltrank. Brauche ich auch Wein zu? Mist. Mana-Trank bringt mir noch nichts. Marathon. Was? Entschuldigung. Marathonikum. Kann ich mir das nicht sogar herstellen, aber warum? Unter dem Einfluss von Stimms, also mal das. Auf alle Erfahrungen. Ist ein Erfahrungstrank oder was? Maximale Ausdauer plus. Aha. Schmuck herstellen. Ich war weitem nicht genug. Also irgendwie bringt mir die Chemie doch noch nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Aber naja, was soll's. Wir müssen reden. Meine Zeit ist knapp. Worum geht es? Einer meiner Männer sollte sich um eine Streitigkeit zwischen dem Eisen- und dem Hammer-Clan kümmern. Und?
Er hat herausgefunden, dass der Eisenclan seine Männer gegen meinen Clan aufhetzt. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was genau ist vorgefallen? Der Wirt Oran wurde angewiesen, niemanden vom Hammerclan mehr zu bewirten. Wenn wir als Berserker überleben wollen, dann müssen wir alle zusammenhalten. Ein solches Verhalten kann ich nicht dulden. Ich werde Angrim einige seiner Zusprüche kürzen. Auch wenn wir als Warlords gleichgestellt sind, so kann er nicht tun und lassen, was er will. Und du solltest aufpassen, dass Angrim niemals rauskriegt, wer dein Mann war, der das rausgefunden hat. Ich werde vorsichtig sein. Geil. Ja. Bring mir etwas bei. Ja. Scheiße. Nahkampfwaffen plus. Ich brauche dringend Stärke. Ich brauche dringend Stärke. Wir müssen reden. Habe ich nicht sogar noch. Meine Zeit ist knapp. Worum geht es? Einer meiner Männer sollte sich um eine Streitigkeit zwischen dem Eisen und dem Hammerclan kümmern. Und? Er hat herausgefunden, dass der Eisen... Okay. So, wo sind jetzt die Balkone? Sind die nicht hier irgendwo? Alva, bist du hier irgendwo? Metallschrott. Alva, bist du hier irgendwo? Nein. Trockenfleisch. Yay. Nein, das war nicht meine Absicht. Reines Elex. Oh, den Pfeil, den hätte ich auch gern. Aber jetzt im Ernsthaft, wo bist du? Ich habe alle Informationen. Ich weiß aber, dass der Ort hier, der hieß ja auch Balkon, unter dem Balkon. Moment mal. Hier sind die Balkone. Das ist unter den Balkonen ja quasi hier. Der ist tatsächlich tot. Der ist tatsächlich tot. Okay. Dann müssen wir mal ganz kurz den Brief lesen. Unterhalb des Schlundes. Heute Abend war einfach der dunkle Zweite Elixier mitbringen. Nicht vergessen, das Nympho heute zu testen. Nicht nochmal von Dick verarschen lassen. Spielzeugdiener. So. Was heißt das jetzt? Für meine Mission. Wo soll ich hin? Okay, mache ich gleich. Vorher gucken wir uns hier noch kurz um. Hallo. Okay. Okay, dann wir reisen mal schnell hier hin. Das ist wesentlich schneller. Vor allem, weil das Reisen echt schnell geht, holla. Ich bin echt positiv überrascht.
Jetzt schauen wir mal. Ja, er ist tot. Die Wache ist tot. Ich habe Alva gefunden. Ich hoffe, du hast ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Nicht direkt. Er ist tot. Wie bitte was? Du solltest ihn herbringen, nicht umbringen. Das musste ich nicht, das hat er schon selbst erledigt. Er scheint Stim-abhängig gewesen zu sein. Na, großartig. Haben wir jetzt schon einen Stim-Handel hier in Goliath? Sieht so aus. Naja, das ist nicht mein Problem. Ich werde jetzt erstmal mit Cormac reden müssen. Ich danke dir vielmals, dass du dich darum gekümmert hast. Auch wenn du nicht direkt eine Belohnung wolltest, habe ich trotzdem eine Kleinigkeit für dich. Dachte ich mir. Aber der wirkliche Lohn ist schließlich die Erfahrung, die du durch die Sache hier gesammelt hast, oder? Vielen Dank nochmal. Um eine neue Wache kann ich mich jetzt selbst kümmern. Okay. Wunderbar. Klappt doch ganz gut. Dann sage ich bis zum nächsten Mal für das Video, euer Hedi.